Die Hoffnung ist, dass wir Mikromobilität in die Stadt integrieren, indem wir einfach eine sehr günstige und schnelle und flexible Lademöglichkeit an jeder Ecke schaffen. Also sozusagen ein Modul pro Straßenecke mit einem leichten Metallaufsatz, wo man ein, zwei, drei Roller, Fahrräder hinterstellen kann, die solange die Sonne scheint, immer laden. Und vielleicht größere Stationen mit einem Battery Pack, wo man dann auch nachts laden kann und die wie eine Vernetzung der Mobilität in der Stadt funktionieren. Shared Mobility ist ja per Definition etwas Geteiltes. Verschiedene Menschen fassen das an. Da macht es Sinn, zu desinfizieren zwischendurch. Wohnst du in Schweden? Nee, ne? Du wohnst hier. Ich wohne hier. Nee, du wohnst hier, ja. Genau. Aber jetzt ja gerade zu Zeiten von Corona, dass die Leute sich mit ihren Fahrrädern, mit ihren Rollern durch die Stadt bewegen. Und da stellt sich natürlich gerade in einer Stadt wie Berlin die Frage des Ladens. Ich möchte den ja nicht abends mit in meine Wohnung nehmen, sondern kann dann vielleicht draußen laden. Das bietet sich auf jeden Fall an. Und wenn es dann mit dem Thema der Nachnutzung von Solarmodulen verknüpft ist, dann wird es wirklich auch eine runde Geschichte, die zu Berlin passt.